euch, da ist Natalie von Seelenheil, heute aus der Natur. Heute gibt es ein aurachirurgisches Video zum Thema Schnarchen. Was kann man machen, was kann man tun? Viele, viele Menschen leiden unter Schnarchen oder Schlafapnoe, haben immer wieder Atemaussetzer und der, der daneben liegt, der kriegt alle Zustände, weil er nicht schlafen kann. Weil diese Schnarchgeräusche, die erreichen ja einen ganz hohen Wert, einen ganz lauten Wert. Ich weiß jetzt gar nicht in Dezibel, wie viel das ausmacht. Ich habe da mal was darüber gelesen, eine Studie. Und ich glaube, so ähnlich wie ein Flugzeuggeräusch oder so. Zumindest unheimlich laut. Und ja, und wie wir wissen, ist der Schlaf bekanntlich das Wichtigste. Und es ist für beide dann, der, der schnarcht und der, der daneben liegt, unglaublich energieraubend und auch gar nicht gesund, wenn man nicht durchschlafen kann. So, ich zeige euch jetzt aurachirurgisch, wie ihr dieses Thema bearbeiten könnt und den Körper in die Selbstheilung bringen könnt. So, was ist das Problem vom Schnarchen? Das Problem vom Schnarchen ist der Gaumensegel, das nennt sich Gaumensegel, und das Zäpfchen. Ja? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu beheben. Und zwar gibt es in der Medizin, das nennt sich Selon-Therapie, mit Cäsar am Anfang geschrieben, wo mit mit einer leichten Wärme das Gewebe, das zu viel ist, behandelt wird und sich dann das dann selber abbaut und das gesunde Gewebe quasi schrumpft und sich das Segel dann nach oben zieht. Ja. Wir machen es anders, dass wir auch ein bisschen was arbeiten. Wir sind wieder in unserem energetischen Operationssaal. Alles ist steril. Der Klient liegt vor uns und wir bearbeiten das Gaumensegel. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir desinfizieren wieder mal alles, ja, so wie wir es immer machen. Wir haben unsere energetischen OP-Handschuhe an, nehmen eine Injektion und spritzen ein zum höchsten Wohl des Klienten. Eine Injektion zur Schmerzlinderung, also eine natürliche Narkose und gleichzeitig auch ein Blutstillungsmedikament, dass das Blut nicht gleich fließt, ja, sondern dass das quasi kurzzeitig, bis wir alles wieder verheilt haben, nicht blutet. So, spritzen wir mal ins Gaumensegel ein. Ja, das Gaumensegel ist eben ausgeleiert und dadurch entstehen dann diese Schnarchgeräusche. So, das haben wir jetzt gemacht. Wir können es jetzt wieder auf zweierlei Arten machen. Entweder wir sagen, wir machen das mit dem Laser. Das gibt es doch auch. Und zwar verbrennt man mit dem Laser wirklich dieses Gewebe. Ja, wir nehmen einfach so, wie es vom Gefühl her ist, etwas weg. Ja. Und auch auf der anderen Seite. Und ein Stückchen vom Gaumensegel. Und gleichzeitig wird es auch mit dem roten Laser gleich verödet. Ja. Seht das vor eurem inneren Auge, das dauert dann circa 3 Wochen, bis sich das dann zurückgebildet hat und die Schnarchgeräusche Geschichte sind. So, ich mache es aber lieber trotzdem so, er ist eingespritzt, dieses blutstillende Injektion ist auch da, haben wir auch gespritzt und wir machen es so. Also für mich ist das stimmige, ihr könnt es natürlich auch anders machen, dass ich mir das jetzt da so anzeichne, was ich wegnehmen will. Ja.
hier zu diesem Bereich möchte ich entfernen. Diesen Bereich möchte ich entfernen und ich starte los, dass ich wirklich da beginne einzuschneiden, wirklich diesen Teil des schlaffen Segels mal bis daher, auch auf der anderen Seite diesen Teil des schlaffen Segels rausschneide. Mit der Pinzette nehme und verwerfe. So, ihr seht das jetzt vor euch, dass der Teil fehlt. Und auch das Gaumensegel, also das Gaumenzäpfchen kürzen wir etwas. Das verwerfen wir auch gleich im Universum und dann werden wir das sofort veröden, dass es nicht zu bluten beginnt. Das erste Mal, genau. Und dann tragen wir quasi den Rest noch ab. Also alles, was dann noch an Resten, an überschüssigen Fleisch, Überresten ist, tragen wir noch ab. Dass das wirklich auch schön geglättet ist. Ja, so und somit haben wir dieses überschüssige Gaumensegel entfernt. So, wir vernähen das jetzt auch noch ganz fein, diese Wunde, gipsen das zusammen, auch da beim Gaumenzäpfchen rüber. Veröden das Ganze noch einmal. Bringen das in die Heilung. Und können uns noch mal vorstellen, während wir mit der Stimmgabel mit 432 Hertz draufgehen, dass sich das noch zurückzieht und wirklich stabilisiert und festigt. 432 Hertz einfließen lassen in das Gaumensegel, dass es heilt und sich stabilisiert. Genau, man kann dann auch noch zusätzlich eine Injektion reingeben, wieder nach oben gerichtet zum höchsten Wohle des Klienten, dass sich das Segel in dem Maße stabilisiert, wie es zum höchsten Wohle für ihn ist und das dann auch noch reinspritzt. Und ihr könnt dann auch noch eine weitere Injektion geben, wo ich einfach nach oben bitte die vollkommene Heilung, Selbstheilung und Abtötung aller Viren, Bakterien und Pilze, was sich da eventuell bilden können, Keime. Und jetzt hier mal auch, braucht man noch ein bisschen was davon. Sehr gut. Dann tupfen wir das ab. Gehen nochmal mit der Heilkraft unserer Hände drauf, lassen das nochmal einfließen. Und somit ist diese Operation erledigt. So, wichtig ist es immer,
wenn ihr so eine Operation macht, die ist ja nicht recht lange, die geht relativ schnell, dass ihr das nicht überhastet und übereilt, zack, 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 sondern wirklich mit eurem vollen Bewusstsein euch vorstellt, das ist wirklich dieser Klient, euer Gegenüber, das ist der Gaumen dieses Klienten und euch das wirklich, ihr seht, wenn ihr da reinschneidet, wie sich das löst, ja, wie das Teil weggeht, wie ihr das verödet, wie es dann zugeht, dass nicht blutet, dass ihr das wirklich alles in Ruhe euch vorstellt und wirklich bewusst ohne Ablenkung daran arbeitet, dann hat es auch Sinn. Wenn ihr jetzt nur schnell, keine Ahnung, zwischen Mittagessen und Arbeit da schnell drüber, dann wird es nicht viel bringen. Ja? Also wirklich nehmt euch die Zeit, geht dahin, euer Klient macht das. Auch wenn die OP jetzt nicht lange dauert, dennoch, es ist egal, ob die lange dauert oder kurz dauert, es ist immer wichtig, wie seid ihr dabei. Gut, meine Lieben, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachprobieren. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geht dabei, wenn ihr das ausprobiert. Und ihr wisst ja, mein Aura-Chirurgie-Kurs ist ja online, ist noch bis 5. Juni zum Preis von 3,99 erhältlich. Danach kostet ja 499 und da gibt es auch immer wieder neues Material, immer wieder Tipps von mir, die vielleicht auch nicht so mit Aura-Chirurgie zu tun hat, die euch auch weiterhelfen von der Energiearbeit her. Und ihr könnt euch auch wirklich mit diesem Tool dann selbstständig machen, wenn ihr selber damit arbeiten wollt. Ja, also es ist wirklich ganz was Mächtiges. Versucht, arbeitet damit, egal ob privat oder gewerblich, bringt es in die Welt hinaus, dass die Menschen einfach sehen, was alles möglich ist und was alles, der Körper hat ja alles in sich, der hat ja nichts anderes zu tun den ganzen Tag, wie seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und ja, und da erspart sich vielleicht der eine oder andere eine OP oder Medikamente und so weiter und so fort. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.